Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Diamant. Wir sind am See der Stärke. Ich habe mich gerade mal ein bisschen Ostkühn durchs Wasser gekämpft. Wir hatten eigentlich nur noch ein Bidifas. Und jetzt noch ein Wasser-Pokémon. Noch ein Enton. Aber Enton haben wir schon, leider. Ein Enteron wäre geil. Wer weiß. Ich will nämlich mal kurz auf diese Insel gucken. Mega sauger. Und danach können wir direkt zur Schleide fliegen. Ich glaube, da müssen wir jetzt uns nicht so durch Schnee kämpfen. Weil Team Galactic hat gesagt, ja, komm bloß nicht unser Hauptquartier. Bäh, 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 bäh. Und ich denke, wir können erst die letzte Arena machen, wenn wir das mit Team Galactic endlich fertig haben. Komm, ich will mal ganz kurz auf die Insel gucken. Kurz in die Höhle rein. Mal gucken. Tada, hier ist nichts. Okay. So sah es auch in der letzten Höhle aus. Nichts. Rein ja nichts. Na ja, gut. Pokémon. Wo ist denn Barbie? Da. Fliegen. Ist das dahin? Ich meine, warum war denn da jetzt da der Punkt? Da hat was geleuchtet. Na komm, gehen wir kurz mal Dings aufpeppen. Aufpeppeln. Ja, machst du mal wieder fit. Das irritiert mich immer. Heißt das, die Punkte, wo die Städte leuchten und da so Punkte sind, da müssen wir hin? Oder da kommen wir her? Ich meine, wenn ich jetzt nach Schleide fliege, passiert denn da irgendwas? Ist hier irgendjemand, mit dem man reden kann? Nee, komm. Ich meine, den Ohren haben wir. Okay. Anscheinend jeder... Okay. Ich meine, wir haben mit jedem gesprochen. So, jetzt ist das der Punkt. Was soll mir das sagen? Ach, das irritiert mich zutiefst. So, Schleide. Ab nach Schleide. Zum Hauptquartier. Vielleicht können wir das jetzt endlich mal in Angriff nehmen. Ich warte ja schon so lange. Und wir können wieder Fahrrad fahren. Oh yeah, wir können wieder Fahrrad fahren. Nee, ich glaube, das war auf die Seite, ne? Das war, glaube ich, auf der Seite. Standst du schon immer hier draußen? Sieh mal, schau dir mal diese Antennen an. Ich weiß ja nicht, wofür sie gut sind, aber sie sind schon beeindruckend. Hey, du bist es. Ich wette, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich an dich. Deinetwegen haben sie mir mein Pipi weggenommen. Mein Partner hat die Brocken hingeschmissen und ist nach Hause zurückgekehrt. Ich weiß nichts von einem Schlüssel im Lager. Ich habe den L-Schlüssel gefunden. Na gut, dann gehen wir da mal zum Lager. Fangen wir halt, rollen wir das Ganze von hinten auf. Können wir machen. Ah, Katze. Das muss ich jetzt machen, sonst lässt mir das jetzt echt keine Ruhe. Wir holen uns mal ganz kurz Kleinstein. Ich hoffe, Kleinstein kann Kraxel erlernen, weil wir haben ja jetzt den vierten Ohren und somit können wir auch Kraxel außerhalb eines Kampfes einsetzen. Lanas PC. Bewegen. Wo ist er denn? Da ist er. Bewegen. Team Pokémon. Tausch. Ja, komm, nur ganz, ganz kurz Glück. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Was ist das denn hier für eine Ordnung? Absetzen und das Pipi denn noch. Ich meine, manchmal haben wir doch gleich. Den haben wir getauscht, das weiß ich noch. Den haben wir auch getauscht. Haben wir so wenig Pokémon gefangen? Ende. Ja, Ende. Dabei kommt mir das immer so viel vor. Überball nicht. Einsetzen. Da ist sogar eine normale Attacke, okay. Ja. Er kann das versuchen. Kein Problem, jetzt komm. Zertrümmer. Komm mal, Steinwurf. Du wirst mein VM-Sklave. Und Kraxler. Und wenn wir da schon mal dabei sind. Zertrümmer hat er ja, ne? Dann kriegst du auch noch Stärke. Ja,
Ja, starke Knochen. So, was können wir jetzt noch? Der Trümmer. Tickle. So. Stony nehmen wir nachher auf jeden Fall auf unserem Rückgang mit, wo wir alles nochmal durchgucken, wo wir mit unserem Surfer die Seen nochmal erkunden, wo wir mit unserem Pokémon hier so ein bisschen sind. Das war jetzt aber seltsam. Echt? Lahmrauch, das alles? Was macht denn Lahmrauch? Das ist jetzt auch ein Ein Item zum Tragen. Dieses exotische Duftkraut macht den Träger benommen und langsam. Wow. Das hat sich ja jetzt mal sowas von nicht gelohnt. Blödsinn. Und das sieht auch noch so unglaublich komisch aus. Ich hatte ja gesagt, wenn wir mit der Pokémon-Liga fertig sind, fangen wir nochmal im Zweiblatt drauf an. Tauschen kurz unsere Pokémon aus. Machen uns so ein paar kleine Vollensklaven. Bewegen. Stony ist schon mal einer davon. Bewegen. Glöckchen kommt wieder mit. Verdammt. Glöckchen kommt wieder mit da rein. Tausch. Zurück. So. Mich juckt hinterm Ohr. So. Jetzt besser. Und raus. Ja, ja, ja. Welche ersten zwei haben wir auf den Plätzen? Hertha und so. Ja, gut. Passt. Passt alles. Los. Und wir fangen jetzt mal von hinten an. Vielleicht kommen wir ja rein und wir haben ja den Schlüssel. Dann müssen wir wieder gegen den Schlumpi hier kämpfen. Hey, 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 was haben wir denn hier? Hast du den Schlüssel? Egal, unser L-Schlüssel ist beim Wächter von unserem Hauptquartier in guten Händen. Ach, was? Ach, darum geht es gar nicht. Ich hab doch den... Achso, wollte gerade sagen, ich hab doch den Schlüssel. Tada! Edge! Und nun? Hältst du mich auf? Finsterstein. Anscheinend nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Aha. Da geht's weiter und dann geht's da hinten weiter. Na, okay. Fahrradfahren darf ich ja auch nicht. Hey, red mit mir. Ich bin jetzt seit 5 Jahren beim Team Galactic und ich bin noch kein einziges Mal befördert worden. Dann machst du irgendetwas falsch. Okay, dann kriegst du den Schlüssel wahrscheinlich erst ein. Da sind Items drin. Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? Wow. Mehr oder minder. Der hat ja nur eins. Ein Golbat. Ah, und wir haben Ken vorne. Ifui. Ah, 37. Ist ja lochhaft. Aber wir tauschen trotzdem aus, weil... Hertha macht das Ding jetzt mal ein bisschen schneller, K.O. Einmal Funkensprung und dann hat sich die Sache... Hertha ist ja auch kurz vom Level ab. Mehr oder weniger. Naja. Flügelschlag. Das hätte jetzt Ken echt wehgetan, ne? Darf man ja nicht vergessen. Funkensprung. Unsere Elektroattacken werden ja verstärkt, weil wir, glaube ich, diesen Magneten haben. Hertha ist schon eine geile Sau. Bäb. Ha. Oh, das hätte jetzt gut EP für Hertha geben können, aber egal. Du hast dich verlaufen, aber gewonnen. Das bringt mich auf die Palme. Dann geh doch nach Hause. Und drück den Schlüssel raus. Was ist hier? Okay, immer geradeaus. Aber hier finden wir ein Item. Ich habe Zink gefunden. Yay. Was auch immer Zink macht. Du bist der erste Eindringling, der es ins Hauptquartier geschafft hat. Ah, warte mal ab. Ungefähr nach der Hälfte kommt wahrscheinlich der Pokémon-Champ und sagt, hey, soll ich dir helfen? Derzeit. Pudox. Oh, das ist Käfer, ne?
Käferflug oder nur Käfer. Aber der ist auch nicht... Ken ist gegen den auch nicht gewappnet. Nimm mal Barbie. Einmal Aeroas und das war's denn. Komm schon. Ziehstrahl. Sieht aber schon geil aus. Das hat jetzt nichts gebracht. Versuchen wir mal mit unserer Attacke. Die bringt was. Auf jeden Fall. Ha! Ein K.O. Los, 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 los. Ken 603 und der reicht Level 45. Ja, bei Barbie dauert es noch ein bisschen. Bronze. Pokémon Wechsel. Ja gut, Fury. Bronze war ja Stahl und Feuer ist effektiv gegen Stahl. Also ich weiß nicht, entweder ist das ein Ohr von Fury oder Fury ist so von einem Pferd zu einem Einhorn geworden. Das sieht bei seinem Ohr irgendwie komisch aus. Wir sind ein bisschen overpowered, habe ich das Gefühl. Sondersensor. Oh. Immer mit ihrem Psycho-Attacken. Die Schweine. Na komm, steckt auch gut weg. Wir haben uns auf jeden Fall ein sehr gutes Team zusammengestellt. Das finde ich gut. Obwohl ich ja keine Ahnung habe. Bei meinem privaten Pokémon X1, da habe ich ein geiles Team. Ich liebe Felinara. Das Feen-Pokémon. Das sieht so toll aus. Das ist eines der coolsten Evoli-Entwicklungen ever. Ach ja, Ken, komm schon. Nochmal Tausch. Nochmal Tausch. Dann sind so fast alle wieder auf dem gleichen Level. Ach, verdammt. Das sieht schon wieder so nach einem Labyrinth aus. Kann ich da ran? Ja. Ich bin Mitglied des Team Galactics, aber ich habe nicht einmal ein Pokémon. Ich bin so ein armer Rüpel. Aber es ist ja auch meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Was für Teleporter? Alter, red mit mich. Ah, Teleporter. Ja. Super. Was glaubst du, wer du bist? Einfach die Hallen des Hauptquartiers zu entehren. Ach komm, ist ja nicht so, als hätte ich da irgendwo hingemacht. Ich laufe da nur rum. Das ist jetzt auch nicht so extrem. Charmian. Die Miezekatze mit der Sprungfeder als Schwanz. Kampf der Miezekatze. Unsere sieht nur voll aggro aus. Während die andere irgendwie so arschlochmäßig aussieht und sagt, ha, komm doch. So. Meh, meh, meh. Da hat sie nichts mehr zu lachen. Ja, da geht sogar noch ein Level hoch. Ein zäher kleiner Trainer bist du. Ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn er jetzt gestanden hätte. Ein kleiner zäher Teufel bist du. Aber okay. Lassen wir das mal so stehen. Ene? Na gut, ich wollte eigentlich nur so hingucken, aber okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Gehen wir mal hier lang. Schande, ey. Ich bin sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Der 3. Wumpel. Willst du denn damit erschrecken? Damit kannst du höchstens Misty von der Azuria Arena beeindrucken. Die hat ja Angst vor Käfern. In dem Pokémon-Anime macht sie sich ja fast in die Hosen, weil sie einen Raupi sieht. Das ist sehr effektiv, ich weiß. Barbie ist auch so eine Kampfsau. Weiter. Dun, 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 dun.
Und noch einmal, weil es so schön war. Pudox wurde besiegt. Ich weiß. Oh, Pudox gibt es aber eine Menge. Panikorn. Ja, ich hätte jetzt erst Panikorn und dann Pudox. Ich glaube, das ist dann so die richtige, die bessere Reihenfolge und richtige. Ja, ich weiß nicht, das sieht nicht so schön aus. Aber okay. Wir sind klar im Typen Vorteil. Das ist sehr effektiv. Ich weiß. Spieler besiegt. Galactico. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Ha! Edge, Badge. Also ich gehe jetzt mal hier lang. Gehe ich jetzt irgendwo runter? Ach, verdammt. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Ich mach doch nix. Ich lauf da nur rum. Kadabra. Wenn ich jetzt eine Schadeattacke mache, ist das garantiert nicht effektiv. Der kann Löffel krümmen. Aber wir versuchen es mal. Stahlflügel. Schmeiß die Metallfedern. Ups. Okay, man kann sich auch irren. 1087. Und ein Level up. Oh. Barbie ist eine richtige Katze. Nochmal Kadabra. Pokémon wechseln. Wer kommt als nächstes? Controller. Ha. Unser Controller. Unser Wasserstahl-Pokémon. Mit dem Dreizack auf dem Kopf. Mal sehen, ob Kadabra schwimmen kann. Ah, stimmt, Controller hat die Flinkklaue. Hab ich vergessen. Sonst sind wir ja übelst langsam. Nee, Kadabra kann nicht schwimmen. Ja, 1000 ist jetzt nicht so viel. Dich und deine Pokémon hatte ich nicht auf der Rechnung. Der gibt aber gut Knete. Pokémon. Tauschen. Wer kommt nach Controller? Glöckchen. So, wo geht's hier lang? Ah, hier geht's runter. Ah, vielleicht kommen wir zu der Stelle, wo hier. Oh ja, genau da wollte ich hin. Matschbombe! Was wir natürlich nicht brauchen. Der sagt gar nichts. Geh, Schlüssel! Lass mich raten, damit komme ich jetzt da raus. Nein. Die beiden. Team Galactic wird alle Pokémon entfesseln und dann. Wahaha, dann werden wir alles beherrschen. Ist ja auch überhaupt nicht. Größen waren denn nicht, aber okay. Können wir die Teleporter jetzt auch wieder zurück benutzen? Oder geht das nur mal in eine Richtung? Nein, geht auch in die andere. So, waren wir? Genau, jetzt folgt neu hoch. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht? Wieso widersetzt du dich uns? Gnatz doch rum. Mal sehen, was du hast. Du hast nur eins. Du hast dieses komische Unlicht-Gift-Pokémon. Das stinkt dir. Na gut. Kriegen wir alles hin. Oh, wir sind so anscheinend schneller als das Stinktier. Hätte ich das gedacht. Und weg ist es. Bip. Oh, das hat jetzt aber nicht viel gegeben. Ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch
warum du ich anscheinend den Kampf verloren habe. Okay. Was auch immer da stand. Was steht da? Das Credo des Team Galactic. Alles gehört uns und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Okay, dann sage ich danke fürs Zusehen. Der macht da seine Patrouille. Der guckt immer so gegen die Wand. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Diamant. Auf Wiedersehen und bye bye.